So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt im Kapitel 3 von der Fähigkeitsspezialforschung oder Fähigkeitenforschung, einfach nur in Vorbereitung für das Go-Face. Wir müssen jetzt 50 Pokémon fangen, einen fabelhaften Wurf landen. Das könnte man natürlich bei einem 5er-Raid machen. Ho-Oh ist ja mittlerweile da. In 15 Minuten geht auch unten was auf. Ein Ho-Oh am Dino. Genau, am Dino geht einer auf und fangen 15 verschiedene Arten von Pokémon. Das kriegt ihr nebenbei, wenn ihr die 50 Pokémon fangt. Da gibt es auch wieder eine Pokémon-Belohnung, keine Ahnung, was da drin sein wird. Wir machen eigentlich den Raid, aber eigentlich wollte ich einen Ho-Oh-Raid auch am ersten Tag einzeln machen. Ich bin immer noch am ersten Tag. Ich glaube, ich mache den Ho-Oh-Raid, schneide mir den einfach fabelhaften Wurf raus, packe den euch dann so hin. Aber für das Kapitel 3 mache ich extra noch einen, so irgendwie so. Irgendwie mache ich irgendwas und dann wird irgendwie irgendwo was bei rauskommen. Egal. Müsst nicht so ausführlich machen, lasst es einfach. Sagt am Ende, ich habe alle 3 Kapitel fertig, boom. Egal, wir melden uns zurück, wenn wir irgendwas anderes machen. Vielleicht machen wir diesmal mal ein Logmodul an, chillen und machen das dann in Ruhe. So, ich habe einen Barmelin gefunden, bei dem können wir jetzt mal den einfach fabelhaften Wurf probieren. Das war doch schon sehr gut, das sah eigentlich richtig fett aus, aber irgendwie ging es trotzdem daneben. Da oben sehe ich auch schon wieder den Adi, der sitzt schon wieder am Fenster, wartet drauf, dass man heimkommt. Wenn hier nichts Gutes mehr sitzt, was ist das? Ein Picochilla, wir probieren es nochmal beim Picochilla. Hat natürlich einen deutlich kleineren Kreis. Hat funktioniert, wunderbar. Einfach fabelhaft, da ist er. Wir brauchen also gar kein Ho-Oh. Könnten es aber trotzdem mit reinschneiden. Ach, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es auch noch rausgekommen. Was will es denn noch? Werfen halt nochmal großartig hinterher. Der sah doch genauso aus, der Kreis. Das hätte noch ein einfach fabelhafter sein müssen. Wir gehen mal kurz heim, laden Akku. Ich habe nämlich nur noch 39%. Wenn das ein Ho-Oh ist am Dino, was da rauskommt, nehmen wir das Ho-Oh natürlich auch mit. Machen daraus aber ein extra Video. Wie ich das dann alles hochlade und so, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Und dann Logmodul, auf jeden Fall. So, wir sind jetzt im Kaufland und da ich ja schon vorhin nicht dazu kam im zweiten Kapitel, dass ich das Logmodul zünden kann, werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, denn, bevor ich es fast vergesse, wir können ja noch Schnappschüsse machen. 5 Stück, das angeblich jeden Tag. Wir wollen jetzt mal welche machen. Habt ihr einen schönen Hintergrund jedes Mal? Wir sind nämlich einmal hier bei den Brötchen. Wir fotografieren ein Pikachu, kriegen ein zweites, können das natürlich mitnehmen. Das müsste jetzt hier auf der Karte sitzen. Fangen das, das kann auch shiny sein, gehen dann zum nächsten Regal, melden uns da zurück. Da braucht ihr auch keine goldenen Bären oder keine gelben Bären, irgendwas. Ich meine, 62 WP ist nichts. Bonbon braucht man auch nicht, man kann es ja eh nicht entwickeln. Wir nehmen das jetzt mit. Und ich weiß nicht, wir laufen mal zu den DVDs oder so. So, angekommen bei den DVDs. Jetzt haben wir ein Ho-Oh. Das nehmen wir auch mal mit. Denn hier sind die Blockbuster. Ihr seht ja auch überall Blu-ray, DVD. Habe ich überhaupt gesagt, wo wir sind? Vielleicht erkennt man es ja auch. Müssen aber wieder zurück. Das zeigt uns einfach seinen Arsch. Fangen das. Dann könnten wir noch zu den Chips. Jeder gute Filmeabend, also das war Frühstück, ne? Zum Frühstück erstmal ein Semmel und danach ein Frühstück erstmal Film reinmachen und eine Tüte Chips dazu. So muss es sein. Deswegen sehen wir uns wieder, wenn wir bei den Chips stehen. So, da sind wir zurück. Jetzt stehen wir hier bei den Gefriertruhen mit den Torten, aber die interessieren uns nicht. Wir haben hinter uns nämlich die Chips. Das ist auch sehr schön. Da läuft einer die Treppe runter, wunderbar. Wir nehmen jetzt das Picolente, machen davon mal noch ein Screen, also eine Fotobomb. Ihr seht, wenn ich mich so rumdrehe, man erkennt mich nicht mehr. Hier seht ihr überall Chips, da seht ihr den DPD-Mann, wunderbar. Wir drücken hier einmal drauf. Und was ist das? Nichts. Es ist ein... Es ist kein... Wo ist es hin? Es ist nicht da. Was? Wir gehen einfach nochmal rein. Wir fotografieren einfach mal das Schwalbini. Vielleicht funktioniert es ja damit. Dann nehmen wir halt jetzt die Torte mit, wenn wir einmal so rumstehen. Keine Ahnung. Hier gibt's schön Eierlikör-Torte. Und wieder nichts.
Es hieß fünf Fotobombs. Wo sind die Fotobombs? Jetzt wollte ich eigentlich noch zum Alkohol, weil von den vielen Chips kriegt ihr Durst. Von dem Alkohol geht es dann zur Pizza, weil ihr von dem Alkohol dann Hunger bekommt. Und danach noch ein frisches Obst im Nachhinein. Aber irgendwie, wenn nichts mehr auftaucht, dann waren das ja jetzt nur zwei. Verstehe ich nicht. Dann waren das jetzt zwei. Wir müssen trotzdem noch das Logmodul machen. Dafür aber dann irgendwann, wenn wir zu Hause sind. Ich kaufe jetzt erstmal weiter eigen mit Pupsi. Vielleicht liegt es auch am GPS. Ich weiß es nicht. Hab trotzdem nur zwei Stück bekommen. So, wir sind jetzt zu Hause angelangt und ich verstehe es wirklich nicht, weil ich habe jetzt hier ein Toxipad gefangen, habe nochmal eine Fotobombe gemacht und Pikachu ist auf einmal wieder da. Ich dachte, es ist nicht mehr da, jetzt ist es doch da, also was auch immer. Stimmt wohl doch mit den fünf Fotobombs. Komischerweise hat es im Kaufland nur zwei gemacht, dann hat es nichts mehr gezählt, aber da ging auch immer zu das GPS-Signal weg. Ich glaube, das lag sicherlich daran, dass das kein GPS hatte. Oder die Kindersicherung vom Kaufland ist eingesprungen, dass ich nicht so viel Werbung machen darf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wollte doch noch die Pizza zeigen und den anderen Mist. Jetzt haben wir hier mal Module angemacht. Pupsi ist auch da, die ist aber drüben im Nebenzimmer. Die muss nämlich noch alle Aufgaben machen. Und das wäre richtig genial. Ihr könnt natürlich die Aufgaben sammeln und am Dienstag in der Spotlight-Stunde eure Pokémon fangen, die großartigen Würfe machen und für die Experten-Challenge könnt ihr die 50 einfach fabelhaften Würfe dann bei Zubat in der Spotlight-Stunde machen. Das wäre auf jeden Fall richtig genial, wer das hinkriegt. 50 fabelhafte Würfe bei Zubat in der Spotlight-Stunde. Von dem ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut. Wir fangen jetzt die restlichen Pokémon hier. Guck mal, was da noch alles kommt, ob das ausreicht. 30 Stück haben wir gleich, 20 Stück brauchen wir noch. Hier sitzt doch jetzt immer was in den Modulen. Staralili braucht man nicht. Hätte es ja auch fast einen Seedeck gegeben. Gibt es jetzt trotzdem nicht dazu. Und eigentlich wären das alles Aufgaben gewesen, die man auch so in einem Stream hätte erledigen können. Man hätte auch wie bei der Spotlight-Stunde einfach Module anmachen können, man hätte da gefangen, man hätte die Pokémon-Arten, das verschicken, man hätte die Wurfaufgaben machen können, das wäre alles bei einem Stream gegangen, deswegen habe ich mir gedacht, weil ich trotzdem mehr draußen war, unterwegs war, das letzte jetzt halt hier so mache, dass ich am Freitag das Kapitel 1 hochlade und in Ho-Oh Raid, dass ich am Samstag Kapitel 2 und 3 hochlade und dass für den Sonntag die Expertenfähigkeitsstufe noch übrig ist und ich Sonntag vielleicht zur Mittagszeit rum einen Livestream machen würde für die Expertenfähigkeitsherausforderung, um im Livestream zu versuchen, die 50 einfach fabelhaften Würfe zu machen. Das heißt, 50 Würfe klingt nicht viel, aber 50 mal einfach fabelhaft ist schon heftig. Wir fangen einfach mal an im Stream. Vielleicht mache ich vorher noch einen 5er-Raid, dass ich da vielleicht 10 Stück schon weg habe oder irgendwas. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich es halt. Na gut, morgen ist das ja auch schon. Am Samstag, wenn ich einen Raid mache, geht ja auch schon was weg. Aber diese 50 einfach fabelhaften Würfe probieren wir dann am Sonntag im Livestream auf jeden Fall fertig zu machen. Ich fange jetzt hier noch ein bisschen, habe ich jetzt die Arten schon voll. Wir haben, ja, die 15 verschiedenen Arten sind auch voll. Wir brauchen noch 17 Pokémon. Das ist jetzt noch ein Staralili. Wir schneiden das jetzt noch kurz zusammen, was wir immer so bekommen haben. Und dann holen wir noch die Belohnungen ab und freuen uns auf die Expertenherausforderung, die wir dann, wie gesagt, am Sonntag im Livestream machen. Wer da Zeit hat, wer da Bock hat, kann da zuschauen. Könnt vielleicht auch von zu Hause spielen mit Rauch, irgendwas fangen oder ein Modul anmachen, wenn ihr einen Pokestop in der Nähe habt. Gut, ich habe zusätzlich doch Rauch angemacht, wenn man das einfach zu lange gedauert hat, bis da überhaupt was erschienen ist. Jetzt sitzt es natürlich wieder so blöd, dass man nicht draufkommt, weil man sonst einfach in den Stop geht. Wir haben jetzt also hier einen Habitag. Nehmen wir natürlich mit. Reicht auch ein normaler Pokéball. Weiter geht's mit Ladybar, dem Marienkäfer. Wenn der in Shiny kommt, dann fresse ich auch einen Besen. Die Dinger nerven auch so. Aber sie sind so süß und knuffig. Aber Dusselgur auf jeden Fall müsst ihr mitnehmen. Leider finde ich, dass Pikachu gar nicht so oft spawnt. Dusselgur hier nehmen wir natürlich auch direkt mit.
Als Shiny, nee, aber als Elfer Pokémon. Da ist auch das nächste aus dem Rauch gekommen. So geht es auf jeden Fall fixer und schneller. So macht es auch mehr Spaß. Also gönnt euch den Rauch. Solange der Rauch noch eine Stunde läuft, ist das nämlich eine gute Sache. Muss ich wahrscheinlich dann auch im Stream mitarbeiten, selbst wenn ich dann 10 Rauchs benutzen muss und anmachen muss, dass das alles läuft. Hier ein Wingull, da hätten wir auch die 15 Arten jetzt so zusammengekriegt. Ihr seht, großartig. Ist an sich eigentlich keine große Sache, trifft man eigentlich, auch wenn man sich gar nicht konzentriert, aber das einfach fabelhaft, wird bestimmt eine heftige Sache. Im Endeffekt geht das Stream dann 10 Stunden, weil ich dann erst fertig bin, aber naja, mal gucken. Wenn es zu lange dauert, muss man halt abbrechen, ansonsten würde ich sagen, wirklich Sonntag probieren wir das, die 50 einfach fabelhaften Würfe im Stream zu machen. Jetzt komme ich wieder hier drauf, normalerweise könnte ich auch den Rocket Stop machen. Da hätte ich noch ein Pokémon zum Fangen und jetzt tut sich gar nichts mehr, also das ist wieder Beste. Ihr geht hier drauf und nichts, ich glaube ich muss die App neu starten. So, App ist auf jeden Fall neu gestartet, jetzt habe ich bestimmt alles verpasst, wir haben trotzdem hier noch einen Radfratz rumsitzen. Habe mich auch kurz mal angepasst im Berlin Tag- und Nacht-Style, ne? Die haben ja immer alle so einen Beutel auf dem Kopf, damit das lustiger aussieht, sagen wir mal. Jetzt ein Drifloon, was auch sehr cool ist, passt natürlich zum Pikachu. Ich habe auch heute in dieser neuen Arena gesehen, da hat der Roland ein fliegendes Pikachu reingesetzt und der Popeye ein Driftzeppli dazu, also zwei Ballons sozusagen. Auch eine coole Idee, die so reinzusetzen. Hätte noch ein normales Drifloon gefehlt, dann wären da drei Ballons in der Arena gewesen. Gibt es sonst eigentlich noch Ballon-Pokémon, die man so zählen kann? Wüsste ich jetzt glaube ich nicht. Eigentlich Drifloon, Driftzeppli und jetzt das Pikachu, obwohl das ja selbst kein Ballon-Pokémon ist, sondern halt an einem Ballon hängt. 5 Stück brauchen wir jetzt aber noch. Hier noch ein Minun. Nehmen wir natürlich auch mit. Tüten wir ein. 641. So, zack. Und den Ball drauf. Noch ein Wingull. Wieder kein Shiny, aber da haben wir auch die Familie schon voll. Noch 3 Stück. Platz Nummer 3 belegt das Sepa. Es versucht ja auch auszuweichen und anzugreifen. Hat aber trotzdem keine Chance. Wie man sieht, Sepa auch eingetütet. Sage ich einfach mal. Natürlich kann das auch ausbrechen. Macht es ja auch. Ich tue einfach so, als würde das immer drin bleiben. Egal. Das schneiden wir raus. Wir haben auf Platz Nummer 3 ein Taubsi. Da fehlen nur noch 2 Stück zum Erfolg. Dann ist das Kapitel auf jeden Fall auch beendet. So, auf Platz Nummer 2 wartet ein Panzer Aeron. Könnte natürlich auch shiny sein. Auch großartig getroffen. Das sehr gut. Jetzt steht nur noch einer im Weg. Noch ein Pokémon. Dann haben wir die 50 voll. Und das letzte Pokémon ist nochmal ein Taubsi. Wunderbar, das nehmen wir auch mit. Taubsi macht den Abschluss zu dieser Runde. Das heißt, wir können gleich die Belohnungen abholen. Ich kann zurück zu Pupsi. Wir können auch Hatched 4 gucken. Ne? Haben wir nämlich am Hatched-Abend nicht alles geschafft. 50, fertig. Ich hoffe, jetzt kommt hier nichts Krasses. Nochmal ein Taubsi. Wir holen noch die Belohnungen ab. 1000 Sternenstaub, 10 Hyperbälle. Hier noch ein Sonderbonbon. Da gibt es noch ein Sternenstück, auch sehr cool. Und eine Pokémon-Belohnung. Und das dürfte jetzt auch nochmal ein fliegendes Pikachu sein. Habt ihr ein Shiny Pikachu aus dem Kapitel 3 bekommen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das dürfte jetzt trotzdem aber relativ gute IV haben, da es ja aus der Quest ist. Mal gucken, vielleicht ist es ja ein 100er. Bin ich mal gespannt. Wir bewerten das natürlich. Und Ziel ist eigentlich, die Dusselgurt zu bekommen und das Pikachu in Shiny zu bekommen. Das hat, naja, auch schlechte Werte. 12, 13, 10. Das ist also eigentlich auch nichts. Ich verstehe immer noch nicht diesen komischen Kringel, den es da rum hat. Wieso haben sie nicht einfach eine Schnur um das Pikachu? Wäre das Tierquälerei und deswegen schwebt es in diesem blauen Kringel, der so drumherum scheint. Jetzt wäre auf jeden Fall nur noch die Experten, heißt das Expertenprofi, die Expertenfähigkeitsherausforderung übrig. 100 Pokémon fangen, 25 verschiedene Arten, lande 50 fabelhafte Würfe. Aber wie gesagt, das würde ich dann mit euch zusammen am Sonntag machen, in einem Livestream gucken, dass wir da die 50 fabelhaften Würfe hinbekommen. Bisschen Gameplay zeigen, nebenbei mit dem Chat labern, da auf Fragen eingehen. Ihr könnt dann gerne dazukommen, alles hin und her. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Ich muss zwar nachmittags dann eben meine Mama abholen, aber bis dahin haben wir Zeit. Da könnten wir, ich weiß nicht, sagt mal eine Zeit. Ab um 10, ab um 12. Um 12 ist ja bestimmt Mittag.
ab 13 Uhr, ab 12 Uhr. Macht mal Vorschläge in die Kommentare, ab wann der Sonntagsstream starten soll. Bis ca. 16, 17 Uhr habe ich dann Zeit. 13 bis 16 wären 3 Stunden. 12 bis 17 wären 5 Stunden. Macht mal Vorschläge. Ich bin für alles offen. Das war's von meiner Seite aus. Wie fandet ihr Kapitel 1, 2, 3? Fandet ihr das korrekt? Was sagt ihr zu dieser Experten-Herausforderung? Findet ihr die auch ungerecht wegen diesen 50? Oder sagt ihr endlich mal was Cooles, wo man sich auch ein bisschen anstrengen muss? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.